Willkommen zurück bei GTA 5. Wir sind hier im Filmstudio und treffen uns jetzt mit dem guten Solomon. Oh, was ist denn da hinten los? Freunde, ihr spinnt wohl. Big man! We had a deal! We had paperwork! Hey! Fuck off, Johnny! Hey, you're a couple real badasses! We're gonna beat down on an old man! Yeah, we don't take that! We have a deal with them! Just about. Please. Get those millennial asswipes. Na, aber hallo. Hey, here's an old man who might hit back. Erledige Rocco, kein Problem, machen wir. Na super, aber nicht mit dem Auto. Oh Mann. Herrlich. Herrlich. Come on. Wo sind meine Haftbomben? Da sind meine Haftbomben. Auf geht's, schnell hinterher. Das machen wir jetzt auf die ganz ordentliche, brutale Art und Weise. Wir packen dem einfach eine Haftbombe an die Kiste und dann ist Ende im Gelände. Komm mal her. Komm her. Pachaku, ja. Erledigt, Spast. Schön unauffällig. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Yeah, of course. I'll be right over. Na klar, mach ich gerne. Was für eine Frage. Logisch. Muss ja was tun hier. Ein paar Aufträge erledigen. Mit so einem Auto in einem Filmstudio aufschlagen, das sag ich dir, das ist aber. Schön geparkt. Dankeschön. Und rein da. Come in. Come in. Thank you, thank you, thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh! Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Associate producer. Na, wie geil ist das denn? I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Aha. Naja, ob das so wird, wie er sich das vorstellt, das bezweifle ich. 4 Minuten? Was soll denn das? Das waren noch keine 4 Minuten. Das ist Verarsche. Oh, mach uff. Fahren wir mal zu Lester. Der hat gleich mal 2 verschiedene Aufträge. Das war zweit. Na, aber wenn ihr so ein Lamborghini fährt, Freunde, haltet ihr bitte die Straße frei, ne? Weg.
Oh, ein Geldtransporter. Das probieren wir jetzt einfach mal. ...6000! Mehr nicht! Ihr wollt mich doch veräppeln! Na, so eine Scheiße aber auch. Das bezweifle ich. Erledigt. So, die Bullenkiste schnell schnappen. Und jetzt weg. 6000 nur! Ja, und nicht in irgendeinem, sondern in einem von euch, Jungs und Mädels. In einem Auto von euch. Oh! Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße, das sind aber viele. Warum sind das so viele? Warum sind das so viele? Weg! Stimmt doch gar nicht, habt ihr nicht. Nein, habt ihr alle nicht. Verschwindet. Oh, 3 Sterne, uncool, ey. Ey, diese Bullenkarren lassen sich aber auch echt beschissen lenken. Das ist ja unfassbar. Schnell hier mal rein. Verstecken wir uns mal. Jungs und Mädels. Wo ist er? Hubschrauber. Wo ist er denn? Alter Verwalter, hier ist ja was los. Glaube ich nicht. Die kommt an. Oh, ich bin fast tot. Oh, wie viele kommen denn jetzt hier noch? 4 Sterne. Okay, ich glaube, ich werde mich gleich sterben lassen. Das hat irgendwie gerade wenig Zweck.
Mal gucken, wie lange ich es aushalte gegen so eine Polizeitruppe. Das Problem ist, meine... Oh, jetzt kommen mir die Spots. Einmal. Doch. Die werden aber auch hier weggefrühstückt wie sonst was. Ja, gut. Das war natürlich nicht mehr schaffbar dann am Ende. Aber ich habe mich lang gehalten, immerhin. Das Problem ist, keine Rüstung gehabt und da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Aber gut. $1,300 Umsatz beziehungsweise Gewinn gemacht. Sagen wir es mal so. Für einen dämlichen Geldtransporter. Yay. Oh. Juhu, das ist wieder so einer. Jawohl. So ein Auto will ich mit Trevor, mit Franklin haben. Wieso sind die denn schon wieder hier? Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Oh. Ha. Komm, land wenigstens ordentlich. Dieses Auto ist mega, vor allen Dingen ist es so leise, es klingt wie ein Elektroauto. Hä? Warum sind jetzt hier schon wieder Bullen unterwegs? Kann mir das mal einer erklären? Was zur Hölle ist denn heute los, ey? Unglaublich. Was, der Schrottplatz würde befallen? Ich sollte den vielleicht dann doch mal hinfahren. Okay, jetzt reicht's. So, Schrottplatz. Auto. Gib mir was Fahrbares. Dann fahren wir jetzt erstmal zum Schrottplatz. Und. Ey, sag mal! Spacki! Raus aus der Kiste! Und zwar ganz schnell.
Ich auch. Ich auch. So, jetzt werden wir mal hier ein bisschen aufräumen da oben. Jetzt werden wir mal ein bisschen aufräumen. Auf dem... Nö. Muss ich nicht. Muss ich nicht. Ich habe meine eigenen Probleme. Und die werden jetzt gelöst. So, Jungs und Mädels, gib mal meine Knarre. Ich glaube nicht. Schrottplatz verteidigt. The Lost. Was mich ja mal interessiert ist, ich das ist so geil. Nee. Finanzen da. Suburban. Ach so, das waren die Klamotten. Wie ich hier den Umsatz klar mache. Also beziehungsweise wie ich das Geld, was ich hier verdiene, ja, abholen kann. Das wäre mal interessant. Also wirklich verstehe ich das hier nicht gerade. Aber gut. Vielleicht wirft es auch so einfach immer mal was ab. Und dann kriege ich da vielleicht so irgendwie was her. So, na schön, haben wir das erledigt. Nachdem wir jetzt hier zweimal gestorben sind in der Folge, weil wir einfach ein bisschen übermütig waren. Ja. Jetzt fahren wir aber endgültig zu Leicester. Treiben wir das hoffentlich mal ein bisschen voran jetzt. Bum, bum, bum. Ich freue mich eigentlich schon wieder drauf, wenn die zwei sich wiedersehen. Oh Gott, das wird nicht gut. Das wird überhaupt nicht gut. Aber da lasse ich mich mal einfach überraschen. So, bevor wir hinfahren, mache ich einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.
Und dann gucken wir einfach mal, wie der ganze Spaß jetzt hier weitergeht. Diese Folge war ja jetzt nicht so produktiv, wie ich gehofft habe, aber muss auch mal sein. Ich meine, man muss ja auch mal ein bisschen hier rumfahren und sich alles anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.